aufsteigen? Wie steigt man jetzt auf? Nee. Ich habe ja so eine Befürchtung. Nee. Wie kann ich jetzt noch Manu reiten? Dann nimm doch mal die Leiter weg und mach mal leeren Dings, leere Hände. Nee. So, jetzt folgt sie mir wieder, das ist klar, aber wie? Mein Manu ist ja jetzt erwachsen. Ist zufrieden, nicht verzaubert. Kann jetzt geschoren werden, du kannst nicht auf ihr reiten. Hast du eine Schere? Nee, ich glaube nicht. Die haben wir noch nicht geholt. Dann lassen wir Manu hier. Ist doch... Manu! So, Manu, du bleibst hier. Ach, das ist wieder... Das hat wieder Zeit gekostet jetzt. Ja, ja. Dieses Tier. Deswegen der Esel. Nee, gar nicht. Ich glaube, auf dem Lama kann man reiten. Aber es könnte natürlich sein, dass wir einen Sattel oder sowas brauchen. Das wäre natürlich auch möglich. Waldheim. Was mich jetzt noch ein bisschen ärgert, ist, wir haben noch keinen Teleporter da unten gefunden. Nee. Auch kein Ort, kein Dorf, kein Häuschen, nix, ne? Ja, du bist ja von den Wege abgegangen, wenn du die Wege gelaufen bist. Daran hat's gelegen. Nein, ach, das war doch so nicht gemeint. Himmel, Herrgott, noch eins. Ja, schon wieder? Der hilft auch. Mann, ey. Ja. Nein, so war das nicht gemeint. Aber wenn man von den Wege abkommt, dann ist das natürlich nicht so logisch, dass man ein Haus findet. Zumindest für mich nicht. Wo sind wir denn jetzt? Du bist zu tief. Ja. Ein bisschen. Ja, ich sehe das nämlich schon. Erstmal gucken, wo die Brücke ist. Krummel, weißt du, ganz ehrlich. Boah. So. Die gehst du auch auf Wege lang. Hey, die sammle ich jetzt nicht. Ich sammle da unten jetzt, damit wir gleichzeitig finden. Kommen wir nie voran. Da. So, hier geht los. Hier steht wieder ein Wagen, der war aber leer. Immer dem Weg lang und am Weg entlang looten, wa? Ja, würde ich jetzt erstmal. Ah, nee, bitte das. Den da kann ich nicht? Warum kann ich den? Weil der nicht? Brücke, die Brücke gehört der Stadt. Okay. Die Brücke gehört der Stadt. Da kommt bestimmt irgendwas. Ich könnte meinen zarten Purpose drauf verwetten. Ich könnte echt meinen zarten Purpose drauf verwetten. Falscher Brotbaum. Birnbaum. Komm schon. Da ist was. Aha. Aha. Das lag nicht daran, dass wir vom Weg sind. Garantiert nicht. Was sind wir denn hier? Wen treffen wir denn hier? Wen wollen wir denn hier? Hallo. Na, guck mal einer an. Mal rein. Wen haben wir denn hier? Hallo. Niemand da? Keiner da. Keiner da. Mit uns will keiner was zu tun haben. Ja, würde ich auch nicht, aber... Guck mal da. Oh, Micky. Oh, guck die Kakteen an. Oh, Alter. Das sind ja Johnnies. Na, dann kriegen wir den hier natürlich auch nicht. Nee. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Guck mal, so muss ein Hof aussehen und nicht wie bei dir. Willst du dich beschweren? Nein. Beschwer dich woanders. Ich weiß. Oh, wie schön das hier aussieht. Ein Wufti. Ja. Oh, da ist jemand. Guck mal. Ben, guten Tag. Hallo, ich heiße Jasmin und besuche die Oase zum ersten Mal. Braucht ihr eine Oase etwas? Oh, machen wir erstmal so.
Ein schöner Ort zum Leben, das kann ich dir sagen. Nicht so frostig kalt wie in Waldheim. Ich heiße übrigens Ben und wir bauen hier in allen vier Jahreszeiten unser Gemüse an. Es ist eine kleine, überschaubare Gemeinschaft, aber es geht uns gut hier im Süden. Wie läuft es denn so in der Oase? Seit die Brücke wieder geöffnet ist, haben wir viel mehr Arbeit. Die Menschen in Waldheim wollen unser sonnenverwöhntes Gemüse. Ich werde wohl langfristig noch weiteren Boden bestellen müssen. Brauchst du vielleicht Hilfe? Nein. Neuen Quest. Ja. Wenn du die Zeit dafür hast, kannst du auf dem Bereich neben den beiden Beeten vor unserem Haus bepflanzen. Zuerst musst du allerdings den alten Weidezaun und den Wildwuchs dort entfernen. Danach kannst du dort Kartoffeln aussehen. Ich gebe dir eine Schachtel mit Saatgut mit. Braucht ihr in der Oase irgendetwas? Ich habe gehört, dass du mittlerweile eine passable Handwerkerin bist. Kannst du für unsere Oase einen weiteren Brunnen anfertigen? Die Wege zu den anderen Brunnen sind einfach zu weit. Sicher, das kann ich machen. Dann schau hier. Ich markiere dir die Stelle, wo du den Brunnen später aufbauen sollst. Komm danach wieder zu mir. Ich gebe dir natürlich auch etwas für deine Mühen. Bis bald, Ben. Also, hier haben wir schon mal schöne Aufgaben. Und ich glaube, das Ding meint er, wa? Vermutlich. Gleich zwei Quests angenommen. Ja. Weißt du, wir sind 5 Minuten in der Oase. Und haben gleich 2 Quests auf die Nase gedrückt gekriegt. Hier ist ein Brunnen. Die gehen hier rein. Oh, ein Laden. Was verkauft er denn hier Schönes? Oh, guck mal hier. Wüstenstachel. Eselsohr. Lulatsch. Langer Lulatsch. Krakenkaktus. Agave. Kokospalme. Ah, siehste. Und hier haben wir Kaktusfeige. Ja. Okay, und wir haben auch alles einmal. Moment, was war das? Sternenaxt. Benutzung 20 Schöpferkraft. Außergewöhnliche Axt aus Durit. Sie macht vor nichts Halt. Benutzung. Guck mal den 20. Preis. Ei, der da aus. 225.000. Ja, guck mal hier. Sternspitzhacke. damit werden natürlich alle Sorgen erledigt, aber das hier. Der Vater. Wie will man sich das leisten? Waschbecken. Guck mal hier, gibt ein schönes Waschbecken. Oh. Oh, hier, guck mal, so ein Brunnen. 2 verschiedene. Blauer Brunnen, goldener Brunnen. Hier gibt es die Standuhr, die Harfe, Metallthron. Was sind das hier? Wissenswerte, Agave und Kakteen. Wecker. Runde Dose. Was haben wir hier noch? Tintenfass. Violen gibt es hier. Oh, guck mal hier. Der Amboss. Amboss Goldschmiede. Ja, den haben wir doch schon, ne? Hatten wir den schon? Den hatten wir doch schon, ne? Wir hatten doch die Goldschmiede schon fertig. Ja, ich glaube, die hatten wir schon fertig. Ich glaube, den hatten wir schon gekauft. Bist du sicher? Amboss Schmiede. Da müssen wir gucken, auf jeden Fall. Bärenfell. Guck mal, hier kannst du einen Brunnen kaufen für 12.000. Ja, ja. Kann man den Brunnen auch verkaufen hier? Weiß ich nicht, mach das nicht. Nein, ich meine nur, verkaufen. Uhr aus Ästen. Ja, mach mal Dialog. Guten Tag, mein Kunde. Guten Tag, ich komme aus Waldheim und heiße Jasmin. Ich bin Melvin, Händler für dies und das in der Oase. Komm doch mal in meinem Laden. Ich würde mich freuen, dir meine exotischen Waren zu präsentieren. Wie ist es denn so, in der winzigen Oase einen Laden zu führen? War natürlich mehr los in dieser Gegend. Aber jetzt, wo die Brücke repariert ist, kann es nur besser werden. War nicht so viel los wahrscheinlich. Du kommst doch aus Waldheim, oder? Ja, ich war es, der die Brücke repariert hat. Bescheiden bist du auf jeden Fall nicht. Wie ist die Stimmung in Waldheim? Im Allgemeinen gut. Vielleicht kannst du eine Sache für mich dort erledigen. Ich würde gerne meine Preise mit Mona absprechen, damit wir und uns nicht ins Gehege kommen.
Kannst du ihr diese Preisliste von mir bringen? Klar, kein Problem. Aber was ist mit Marco, dem zweiten Händler? Mit Marco lässt sich schwer übers Geschäft reden. Er ist eher mürrisch und bleibt für sich. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich an eine Absprache halten würde. Da habe ich gute Neuigkeiten. Mona und Marco arbeiten zusammen. Das ist kaum vorstellbar, aber wenn es stimmt, ist es sehr gut. Ich möchte gerne gute Beziehungen zu all meinen Kollegen. Hier, ich gebe dir die Liste für Mona. Bestimmt gibt sie dir ihre für mich. Wir sehen uns also sicher bald wieder. Habt ihr in der Nähe eigentlich auch so einen Steinkreis mit einem Teleporter? Oh ja. Ja, das haben wir, aber der Teleporter ist seit Ewigkeiten inaktiv. Ich habe einmal ein paar Abenteurer in die Höhle unterhalb des Steinkreises geschickt, aber sie hatten keinen Erfolg. Was ist passiert? Es kam nur einer wieder heraus und der stammelte etwas von Monstern und Fallen und machte sich davon. Abenteurer sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Wie komme ich denn in die Höhle hinein? Ja. Ich habe den Schlüssel dafür hier. Du kannst ihn gerne haben und dein Glück probieren. Ein funktionierender Teleporter bei der Oase würde das Geschäft sicher beleben und wäre mir einiges wert. Wenn du ihn wieder hinbekommst, komm noch einmal bei mir vorbei. Denk daran, dass die Gruppe Abenteurer zu viert waren, also unterschätze die Gefahren dort nicht. Bis bald, Melvin. So. Okay. Einmal so. Moment. Das sind doch nicht nur zwei, oder? Die sind doch hier mehr, oder nicht? Die Frage ist, wo ist denn das Ding jetzt? Mach das die Tür zu. Warum? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist der Steinkreis? Er hat doch gesagt, in der Nähe, ne? Hinterm Haus? Wo war denn das? Was hatte er gesagt? Irgendwas hatte er doch gesagt. Aber hier sind überall Kakteen, guck mal. Und schöner Lehmboden. Kann man die jetzt... Davon lasse ich die Finger. Aber ja, klar. Hier ist noch ein Haus. Bahn wir an. Genau, nein, hier ist noch ein Haus. Nee. Da steht Coin ein Klavier. Da. Oh, wer ist sie denn? Chiara. Hallo Jasmin, wenn die Kokosnüsse reifen, gibt es in der Wüste massenhaft Nahrung. Bis bald, Chiara. Chiara ist die, die immer am Markt steht. Ich glaube, ja. Ist das die? War das nicht die? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ach, Menno, ich muss doch da unten raus. Also der muss irgendwo sein. Teleport, der Steinkreis. Wenn wir den Steinkreis finden, dann finden wir auch den Eingang. Ja, aber war der nicht in der Höhle? Nee, der Steinkreis sollte doch oben sein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal weiter gucken. Irgendwo muss ja was sein. So kann man natürlich auch nicht looten. Hier ist natürlich wieder nichts. Aber ist das nicht Aloe da? Oder ist das Kakteen? Das sind, glaube ich, Kakteen hier. Kaktus. Und Wüstenstachel. Wüstenstachel, okay. Da. Die kann man. Kaktusblüte. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich, weil die hier schön am Wasser stehen. Das alle gleichen? Nee, das ist dieser andere, ne? Aber hat Krakenkaktus das... und das war was anderes. Das eine ist. Der, ja, genau. Ja. Das eine ist die Kaktusblüte und das andere ist hier pinke Kaktusblüte. Okay. Sieht für mich beide gleich pink aus, aber egal. Da ist auf jeden Fall was unter den Palmen. Ist hier, meinst du? Sumpfgras. Sumpfgras, okay. Blüht nicht in dieser Jahreszeit. Naturlemon. Da ist ein Brunnen. Davon lasse ich die Finger. Okay. Kann man den nicht mitnehmen? Davon lasse ich die Finger? Kann man den nicht mitnehmen? Was? Warte mal, in dem letzten haben wir auch was gefunden, aber wir haben das Schwert nicht mit. Kann das sein? Kann ich das auch mit der Axt kaputt machen? Nee, ne? Shit. Ich hab das Schwert nicht mit.
Aber ein Schlüssel, ach ja, das ist ja... Was ist das hier? Preisliste, ach so, das ist die Preisliste. Ich hab das Schwert nicht mitgekriegt, hab mich kaputt... Lass mich doch mal durch hier. Da ist ein... Zack, irgendwas habe ich gekriegt. Irgendwas ist gut. Wieder ein Säckchen. Für die Deko. Oh! 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 Einmal? Nein, nicht den. Den, nicht den. Erst den und dann den. Sehr schön. Kokosnüsse, Kokosnüsse, Kokosnüsse. Kokosnüsse. Überall Kokosnüsse. Oh, wo kommen wir jetzt hin? Ist hier Feierabend? Hier scheint Feierabend zu sein. Noch nicht. Da! Da ist er. Steinkreis gefunden. Lichter machen. Hier ist der Weg. Warte, das können wir machen. Mach mal Licht an. Da Licht, da Licht, da Licht. Das hast du sonst auch immer als erstes gemacht. Genau. So, und hier ist die Höhle. Siehst du? Dann schauen. Ich habe nicht kein Schwert, nichts, gar nichts mit. Aber wir gucken mal rein. Nur reingucken. Friedlichen Katakomben. Ich sollte auf der Hut sein. Wir schauen mal, was hier so rumläuft. Hallo. Nur mal. Ah, ist du. Ah, okay. Nee, wir gehen wieder raus. Wir looten lieber noch runter. Ja, 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 ja. Ach, ja, ja, ja. Wir gehen noch ein bisschen looten, dann weißt du jetzt, wo es ist. Mhm. Okay. Dass es ganz spät ist. Oh, guck mal, hier ist Marmor. Oh, wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Ja. 225.000 würden mir reichen. Für die Axt. Oh, das nimmt sich nicht viel. Ich nehme auch das Doppelte und hole mir beides. Ich glaube, da wäre mir, wenn du mich fragst, die Spitzhacke lieber. Ja, denke ich auch. Die Spitzhacke wäre besser. Ja, ich glaube, mit dem Holz komme ich noch zurecht, aber mit den Materialien so. Ja, ah, hier waren wir schon. Ja, ja. Aber dann kommen da oben die Bäume. Das ist ja, gut, wenn wir da sind. Wir gehen noch ein bisschen looten, bis es Booster ist. Ja, genau. Ja, dann heißt es Quests lesen. Und zwar so lesen, dass wir das richtig verstehen. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall auf den Weg gucken, welchen Brunnen, ne, gebaut werden soll. Brunnen. Die heißen alle Brunnen, glaube ich. Die heißen tatsächlich alle Brunnen, glaube ich. Geil. Geilomat. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Manu was? Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, brauchen wir jede Menge Kohle, weil wir brauchen Kohle für den Esel, wir brauchen Kohle für die Kristalle, wir brauchen Kohle für die Sternachse und für den Stern Spitzhacke, dann wird es wahrscheinlich auch die Säbel noch geben. Genau. Ist erschöpft. Ja, kriegen wir hin. Hier, komm. Hab's. Weiter geht's. Keine Zeit. Keine Müdigkeit vortauschen, da waren noch Nüsse dran. Links. Mhm. Und der ist egal. Da, guck mal. Hey. Ja, Silvia und Felix sind auch ganz schön verfressen, ne? Teilweise. Weil alle drei Tage haben alle drei Tage was zu essen. Jetzt geht rund hier. Müssen wir auch gucken. Warte mal. Tob dich aus. Diesel fahren. Ach, schade. Da sind noch Birnen. Da ist noch ein toter Baum, glaube ich. Wo? Links oben. Links oben? Ja, weiter. Da, tatsächlich. Das war das zweite Körnchen heute.
Übertreib's mal nicht. Ich weiß. Ich gebe mir Mühe. So, wo sind wir hier schon gewesen? Ja, hier sind wir gewesen. Aber dann kriegen wir auch hier nicht alles, ne? So. Da. Da. Da, hier sind wir nicht gewesen. Gehen wir da hoch, den Weg. Oder sind wir den Weg gegangen schon? Nein. Nee, wir sind den großen Weg runtergekommen, da drüben. Naja, deswegen. Aber ich... Kannst nichts mehr sehen, ne? Oh, hier überall Birnen. Wo führt denn der Weg hin? Hallo? Hallo? Hm? Ja, okay. Da waren wir nämlich noch nicht. Warte mal. Da ist der andere, guck mal. Ach, guck. Hier ist noch einer. Das ist krass, oder? Er ist auch inaktiv. Das ist die nächste Höhle. Das ist die Höhle wahrscheinlich, die er meint. Okay, er ist wenigstens dichter. Ja, deswegen. Machen wir hier noch, Lämpchen habe ich alle an. Okay, Lämpchen sind an. Also haben wir hier zwei Höhlen mit zwei Teleportern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und noch die große oben. Zwei große oben. Gehen wir nochmal weiter, wo kommen wir denn hier noch hin? Okay. Lauf. Geht denn der Weg lang? Hallo? Geht er hier hoch oder geht er nach rechts? Ich sehe nichts mehr. Wir gehen nach Hause. Es bringt nichts. Ich sehe nichts mehr. Und wir machen mal ein letztes Päuschen. Jo. So. Oh, schnell schlafen gehen. Oh, das wird aber diesmal nicht. Also. Oh, wir gehen aus dem Herbst raus. Oh. Ach, zwei Tage, ein Tag noch. Ja, ein Tag noch. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einmal looten gehen. Ja. Zwangsmäßig. Oh nee, ist immer noch nicht fertig, schade. Ist nicht verzaubert. Kann aber geschoren werden, das ist schon mal... Ja, wir brauchen eine Schere, ne? Fühlt sich gut an, kann noch 135 Tage leben. Die Temperatur gibt's tatsächlich auch noch her. Verdammt. Ja. Das können wir nämlich nicht zulassen. So, wie nee, das geht euch? Nicht. Ihr seid auch hungrig. Warte mal, ich habe doch gerade dabei. Nummer 1 ist erledigt. Wo ist Nummer 2? Nummer 2. Och Menno, wenn ich euch nicht mehr suchen müsste, wäre das gar nicht so schlimm. Das war ist schon. Silvia ist zufrieden, du brauchst Felix. Da ist er. Sehr schön. So, Sachen weg. Das müssen wir, damit müssen wir zu Nihal, ne? Oder wo müssen wir damit hin? Wie, mit der Liste? Das ist für Mona. Ach so, für Mona, ja. Okay. Das ist der Schlüssel von unten. Ja. Ja, die Kaktusblüte hatten wir schon. Hatten wir die Kokosnuss schon? Nein, hatten wir auch noch nicht. Aber den Dings. Deko. Tatsächlich, die stackt da auch. Das ist gut. Ich wusste jetzt nicht, ob er stackt. Unten die Ach, ne, warte mal. Die Blüte. Eine okay. Weiter. Genau. Sehr jetzt schön. Hast du die andere wieder dazwischen getan, aber egal. Welche andere? Die Tulpe. Ach so, die, ja. Ja, aber ist egal. Müssen wir irgendwie dran denken. Denken wir sowieso nicht dran. Das ist das Problem. Aber ist ja auch noch nicht allzu schlimm. Die Birnen und die Kokosnüsse. Oder die Macadamia-Nüsse. Ach. Warum willst du die mitnehmen? Zum Zerlegen. Was? Zum Zerlegen. Ach so. Wenn wir wieder was treffen, damit wir es kaputt machen können. Ach so. Wasser. Tatsächlich mal schnell langlaufen. Bleibt uns nichts anderes übrig, sonst gehen sie kaputt. Dann war es das.
Kippen, kippen, kippen. Hey! Was? Sag ich mal. Oder Rucki Zucki. Zuckel die Muck zwei Huhn ein Gänse. Reicht immer noch nicht. Wir haben hier noch vier Stück. Minimum. Ja, die vier noch. Was ist mit den Maispflanzen? Oh, guck mal, die gehen kaputt. Ja, die Temperatur, ne? Ja. Braucht Licht und Temperatur. Deswegen. Ich mache hier einfach jetzt mal Wasser rauf. Dann kann ich die Eimer nochmal auffüllen. Mhm. Oh, der hat kein Wasser mehr gehabt hier. Schon wieder nicht. Ja, weil der mittendrin ist, ne? Ja, ja.